Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Death Stranding. Hier in diesem wunderbaren privaten Raum, wo man überraschenderweise nicht speichern kann. Ich kann in diesem Raum nicht speichern und das Spiel beenden. Und immer wieder, wenn ich in diesem Raum bin, denke ich so, ja, ich könnte doch jetzt mal eine Aufnahmepause machen. Dann beende ich die Aufnahme, will speichern. Und merke so, oh, das geht ja gar nicht. Jedes Mal das Gleiche. Und ich würde vorschlagen, wir schauen mal nach Bibi, den wir in der letzten Folge hier in diese künstliche Gebärmutter verfrachtet haben, um ihn, ja, zu updaten. Bibi schläft. Das ist sehr schön. Wir beruhigen ihn mal. Alles okay. Er scheint immer noch recht sleepy zu sein. Da würde ich sagen, kann ich hier auch wieder raus? Zurück. Sehr gut. So, wir haben den Auftrag von... Wie hieß er denn? Deadman? Ich glaube, er hieß Deadman. Wir haben den Auftrag von Deadman bekommen, zu duschen. Es ist eigentlich traurig, dass man uns das noch sagen muss. Aber vorher würde ich gerne noch einige Sachen ansehen, die offensichtlich von unserem letzten privaten Raum bei Capital North City genauso mit hier hingezogen sind. Oder wir haben es einfach mitgenommen und wieder genauso platziert wie in Capital North City. Ich wollte die Figuren ansehen. Ja, das sind Figuren. Sehr schön. Ah, das sind jetzt also auch diese GDs. Eben als Figuren, wahrscheinlich im 3D-Drucker geprintet. Sehr cool. So, ich finde es ja auch cool, dass man sich irgendwie, wenn man einen 3D-Drucker hat, dass man sich da irgendwie alles selber printen kann. Ich finde die Idee eigentlich sehr cool. Aber, wer hat schon einen 3D-Drucker? Nicht sehr viele. Erstmal ein Monster. Yummy. Ich hab's schon das letzte Mal gesagt, es ist ziemlich sportlich, sich einfach so ein Energy Drink komplett mit einem Mal runterzukippen. Das ist schon eine Leistung. So, jetzt haben wir auch die Mütze, jetzt sollten wir sie auch tragen. Wow. Super stylisch einfach. Ah, ich muss sagen, es hat was. Hat was. Steht ihm. So. Wir können uns das, ja, leere Waffenregal ansehen. Wow. Was ein Genuss. Und dann haben wir hier noch unseren Anzug, der, den wir ins Regal gehangen haben. Mhm. Farbschema ändern. Moment mal. Aber ich dachte, da gab es da bestimmte Regel hinter diesen Farbschemen. Wir können nur unsere Mütze ändern. Ich finde dieses Grün sehr stechend. Rot? Ist das orange oder beige? Ist eher orange, ne? Ah, ich finde die Farbe, wie sie ist, schon gut. Muss ich zugeben. Und die Ausrüstung, dieses Blau der Ausrüstung steht ja irgendwie für Paketboote. Deswegen würde ich das auch mal so lassen. So, und ehe ich jetzt noch Ewigkeiten hier rum quatsche, würde ich einfach mal sagen, gehen wir erstmal auf Toilette und dann, gehen wir duschen. Natürlich im Sitzen. Ich muss sagen, ich bin auch so eine Person, ich bin ganz selten im Stehen auf Toilette. Ich mag das einfach nicht. So,
Und ich würde sagen, jetzt aber, damit wir Deadman glücklich machen, gehen wir mal duschen. Hartman war es, nicht Deadman. Deadman hat Hartman. Eine Bitte an mich weitergeleitet, da ich die GD-Forschung leite. Ich nehme eine Probe deines Duschwassers, um mögliche Effekte deiner Körperflüssigkeiten auf ein GD zu untersuchen. Hast du andere mit Dooms untersucht? Alle bei Bridges, mich selbst und Mama. Bisher sind die Ergebnisse nicht eindeutig. Aber du hast andere, einzigartige Qualitäten. Du bist auch ein Wiederkehrer. Ich bin schon ein wenig optimistisch. Verarbeitet Flüssigkeiten. Ausscheidungen. Chiralium. Ausgabe. Oh. Da, nimm diese Probe mit. Falls sich die Chance bietet, probier sie in einem GD aus. Ich bin gespannt, wie es reagiert. An einem GD ausprobieren? Vielleicht verschafft es dir ja einen Vorteil. Eine alte Forschungsarbeit beschreibt, wie sich die Körperflüssigkeiten von Personen wie uns auf GDs auswirken. Nur durch die Wiederherstellung dieser Materialien erlangen wir vergangenes Wissen zurück. Nicht nur über den gestrandeten Tod, auch über das Geheimnis deiner speziellen körperlichen Fähigkeiten und über unser Doomsleiden. Vielleicht gibt es noch Hoffnung für die Menschheit. Sam, der Wiederaufbau Amerikas interessiert mich nicht. Ich will die Vergangenheit zurück. Oh, es ist fast soweit. Und wenn nach deinen Verbindungen nichts passiert, was dann? Ich frage, wow. Was dann? Sam. Tut mir leid, dass ich deine Pause störe, aber ich dachte, das interessiert dich. Vielleicht kannst du so besser entspannen. Uns haben an dich adressierte Nachrichten erreicht. Ich habe nicht reingeschaut, aber die meisten sind wohl von deinen Kunden. Geh sie mal durch, vielleicht ist was Nützliches dabei. Deine Mails kannst du über deine Handschellen und über das Terminal in deinem privaten Raum lesen. Es gibt noch etwas, das ich dir zeigen möchte. Das chirale Netzwerk lässt uns in unsere Vergangenheit blicken. Für immer verloren geglaubte Daten aus allen Ecken Amerikas können aus Bruchstücken wieder zusammengesetzt werden. Unser Archiv ist natürlich noch nicht fertig. Aber je mehr Wegposten und Städte wir beim Ausbau des Netzwerks einbinden, desto mehr Informationen können wir zurückgewinnen. Etwa Aufzeichnungen und Berichte der letzten Expedition. Alles, was sie gesendet hat, wurde zusammen mit Central Knot City zerstört. Einiges konnten wir übrigens schon wiederherstellen. Wähl am Terminal in einem privaten Raum oder über die Handschellen Archiv aus, um es dir anzusehen. Könnte eine spannende Lektüre sein. So lustig, dass gerade über Mails gesprochen wurde, weil bei mir kam gerade über WhatsApp Web ein paar Nachrichten rein. Ich versuche das mal auszuschalten. Leider ist das irgendwie an meinem PC immer an. WhatsApp Web, deswegen, ja, ich hoffe, es stört nicht weiterhin. Falls es weiterhin stören sollte, werde ich wohl die Aufnahme kurz unterbrechen müssen und das eben kurz ausschalten. Aber ich denke, wir kommen auch schon so erstmal klar, ne? So, wir haben gerade gehört, dass wir mit Körperflüssigkeiten eben einen Vorteil gegenüber GDs erlangen können, weil wir irgendwie Wiederkehrer sind und eben einige Dinge dadurch können und ein Doom sind. Ich brauche immer noch Antworten irgendwie. Und allgemein zum gestrandeten Tod bräuchte ich auch noch ein paar Antworten, was das eigentlich ist, wie es herkommt, was eigentlich passiert ist. Und ich habe so das Gefühl, viele Antworten weiß Bridges selbst noch nicht mal und Bridges sucht immer noch selbst nach sehr vielen Antworten. Genau. Ich denke, wir sollen den privaten Raum verlassen, nachdem wir erstmal das
Terminal aktiviert haben. Haben wir hier noch irgendwas, was wir machen müssen? Waschbecken benutzen. Das kann man mal machen hier. So. Schauen wir doch mal. Aktion ausführen. Oh, Emo-Blick. Schön. Süß. 2 Likes von Bibi erhalten. Das ist irgendwie funny. Wirkt so ein bisschen verpeilt. 45 Likes? Da war Baby aber begeistert. Ich mach das nochmal. Okay. Okay. 29 Likes. Theoretisch könnte man so Likes farmen, aber so like-geil sind wir jetzt auch wieder nicht. So, ich würde jetzt sagen, wir schauen uns mal das Terminal an. Nachdem ich jetzt hier Ewigkeiten gequatscht habe. So, es wurde auch über Datenpunkte geschrieben. E-Mails. Benjamin Hancock. Entschuldige, Sam. Schlechte Nachrichten. Vielen Dank für die Lieferung dieser seltenen Metalle, Sam. Alle im Verteilzentrum wissen zu schätzen, dass du dich für uns einsetzt. Leider habe ich aber schlechte Nachrichten für dich. Das Motorrad, das du draußen gesehen hast, die Batterie ist leer. Es braucht erst etwas Saft, bevor du es benutzen kannst. Einmal müsste aber reichen. Danach sollte die automatische Aufladung anspringen. Tut mir leid, falls wir dir falsche Hoffnungen gemacht haben. Und, leider habe ich noch mehr schlechte Nachrichten. Die verschiedenen Einrichtungen müssen zusammenarbeiten und Material miteinander teilen, damit alle bekommen, was sie brauchen und alles verwendet werden kann, was produziert wird. Deshalb sind Leute wie du so wichtig. Ohne Boten bricht das ganze System zusammen. Oder eher die ganze Welt. Jedenfalls gibt es beim Wegposten diesen Typen George Barton. Er war einmal ein verlässlicher Bote. Aber in letzter Zeit ist es eine Qual, ihn auch nur zu einfachsten Lieferungen zu bewegen. Immer beschwert er sich, er hätte zu viel Angst, zu wenig Oxy oder sonst was. Immer hat er eine Ausrede. Und selbst wenn er einen Auftrag annimmt, verliert er unterwegs gern mal die Hälfte der Fracht. Tja, deshalb haben wir im Moment ein paar Materialienengpässe. Ich bin sicher, du hilfst uns da bald aus. Wir zählen auf dich, Sam. Mit anderen Worten, bitte sammel die verlorene Fracht ein und bring sie zurück. Ich verstehe. George Barton. Das ist doch dieser, Typ, der irgendwie, so ein bisschen, keine Lust mehr hat aufs, Boten sein. Sam. Unser Mann. Unser Retter. Es geht wieder bergauf hier im Wegposten. Irgendwie fühlt sich alles besser an. Als wir uns hier niederließen, waren wir voller Eifer. Aber 3 Jahre Isolation und Einsamkeit hinterlassen bei jedem Spuren. Verdammt, als wir ankamen, stellten wir sogar Schilder für Boten und so auf. Aber nach einer Weile setzten manche Leute noch nicht mal mehr einen Fuß nach draußen, weil sie so viel Angst hatten. Als Central in die Luft flog, dachte ich, das sei es gewesen. Amerika sei geliefert. Alle dachten das. Und die Stimmung war einfach trostlos. Und dann kamst du angetanzt. Okay, ich weiß, was du denkst. Anfangs hielt ich es ebenfalls für eine Nebenwirkung des Oxytocins. Oxytocins, ja. Aber das ist es nicht. Zumindest nicht nur. Als du uns mit dem chiralen Netzwerk verbunden hast, gabst du uns den Hoffnungsschimmer, den wir brauchten. Jetzt mischen wir wieder mit. Wir haben sogar darüber nachgedacht, wieder Schilder aufzustellen und Wachtürme. Schon bald werden wir neue Lieferrouten ermöglichen, glaub mir. Draußen ist es aber immer noch beängstigend. Auch Berge von Oxy helfen uns nicht gegen Jules und GDs, ganz zu schweigen. Wenn wir eins sehen, machen wir uns vor Angst fast in die Hose.
und lassen unsere halbe Ausrüstung fallen. Ehrlich gesagt habe ich immer noch ein bisschen Sorge, dass wir es nicht schaffen. Und darum brauchen wir dich, Sam. Du hast vor gar nichts Angst, nicht wahr? Also, zeig uns, wie man es richtig macht. Okay, der scheint doch sehr hoffnungsvoll zu sein. Ich würde gerne mal schauen, ob von diesem Barton gesprochen wurde. Ob das der war. George Barton, ja. Ja, gut. Dafür scheint er aber ganz schön motiviert zu sein in der Mail. Tja. So, Daten. Da würde ich gerne mal reinschauen. Hier gab es nämlich Interviews. Ach, das sind alles Textdaten. Oh Gott. Ich habe gehofft, das wären irgendwie Audiodateien, die man sich anhören kann. Das müssen wir jetzt alles lesen? Oh Gott, das ist ein bisschen viel. Ich glaube, sollen wir da mal eine Extra-Folge machen von? Wo wir nur diese Sachen lesen? Obwohl, das Ding ist halt, wir haben ja, wie gesagt, ziemlich viele Fragen, die wir gern beantwortet wissen wollen. Und ich denke mal, diese Interviews könnten uns sehr wohl dabei helfen. Deswegen würde ich einfach mal anfangen, das hier zu lesen. Dann ist das halt eben heute eine Lesefolge. Dann ist das mal so. Okay. Zeitregen. Wo? Bridges. HQ-Labor. Zeitregen wurde erstmals dokumentiert, als sich der gestrandete Tod ereignete. Also, der gestrandete Tod war also ein Ereignis, wie eine Bombe oder so. Weil es wurde ja am Anfang von Explosionen geredet. Vielleicht hat das damit was zu tun. Und obwohl es seitdem so viele Jahre vergangen sind, verstehen wir kein bisschen mehr als damals. Wie oder warum er den Zeitablauf für die von ihm befürchteten Objekte, berührten Objekte oder Organismen beschleunigt. Also, der Zeitregen beschleunigt alles, was er berührt. Zeitmäßig natürlich. Oder warum er sich danach sofort in gewöhnliches Wasser verwandelt. Manche Forscher sind sogar so weit gegangen, diesen Prozess als Zeitdiebstahl zu bezeichnen. Warum Zeitregen nur an bestimmten Orten fällt, sicher wissen wir nur, dass irgendwie von der örtlichen chiralen Konzentration beeinflusst wird. Es ist bloß eine Vermutung, aber der gestrandete Tod könnte unsere Wahrnehmung des Zeitablaufs verzerrt haben. Und das muss nicht zwingend etwas Schlechtes sein, weißt du? Wir Menschen begreifen unsere eigene Sterblichkeit und sogar die Möglichkeit, dass es einen Ort jenseits des Todes gibt, richtig? Wir sind dazu in der Lage, über die Zukunft nachzusinnen. Und dieser evolutionäre Vorteil hat unsere Entwicklung als Art begünstigt. Oh, jetzt habe ich mich vertippt, Zeitregen hier. Begünstigt. Also, was wäre, wenn der Zeitregen uns eine neue Turbo-Version dieser essentiellen Fähigkeiten beschert hätte? Eine, die uns unsere nächste Evolutionsstufe erreichen lässt. Vielleicht müssten wir uns nicht in den Knotenstädten verschanzen. Vielleicht wird man im gestrandeten Tod im Laufe der Zeit das Phänomen erkennen, das unsere Spezies gerettet hat. Die Gedanken sind spannend. Da stimmst du mir sicher zu. Ich jedenfalls kann es kaum erwarten, zu unserer Reise aufzubrechen. Wer weiß, was uns erwartet. Also ist quasi unsere Mission selbst, Antworten zu finden. Das macht durchaus Sinn. Bridge Babies oder Babys. Ich bin hier noch nicht lange bei Bridges, deshalb bin ich nicht sicher, ob dir das hier wirklich weiterhilft. Aber wenn du über Babys sprechen willst, können wir das gerne tun. Man nennt mich Deadman. Moment mal, kann es sein, dass... Kann es sein, dass das schon alles mal vorgelesen wurde? Dass das alles mal als Text irgendwie in den Cutscenes gesagt wurde?
weil das klingt irgendwie danach. Man nennt mich Deadman. Wegen meiner Vertrautheit mit den Toten, verstehst du? Wir kamen schon immer gut miteinander aus, weißt du? Als ich noch im Leichenschauhaus arbeitete, habe ich mich immer kurz mit ihnen unterhalten. Okay. Ich überfliege mal kurz, ob das irgendwas Neues ist. Ich glaube, das wissen wir schon. Das lese ich jetzt nicht nochmal. Aber Kryptobioten, da würde ich dir was drüber lesen. Weil das haben wir noch nicht gehört. Diese Insekten bezeichnen wir als Kryptobioten. Schon vor dem gestrandeten Tod waren sie in Referenzbüchern und Datenbanken verzeichnet. Aber da niemand daran dachte, sie anständig zu klassifizieren, blieben sie Kryptobioten. Ihr Name leitet sich vom Vorgang der Kryptobiose ab. Diese Bezeichnung bedeutet verborgenes Leben. Werden Umweltbedingungen zu unwirtlich oder die Ressourcen zu knapp, können Kryptobioten ihren Stoffwechsel herunterfahren und in einem beinahe todesähnlichen Zustand übergehen, um zu überleben. Bärtierchen und schlafende Zuckmücken sind ebenfalls dazu in der Lage, aber die Kryptobioten bewegen sich auf einem ganz anderen Niveau. Sie überleben alles und überall, selbst am Strand oder in der Fuge. Und sie können nicht nur ihr eigenes Leben verlängern. Werden sie von Menschen verzehrt, werden diese im begrenzten Maß resistent gegen Zeitregen. Allerdings liegen sie nicht einfach irgendwo rum. Man muss wissen, wo man suchen muss. Da bis vor kurzem kaum jemand von ihrer Existenz wusste, sind sie kaum erforscht. Doch da ihre positiven Eigenschaften jetzt bekannt sind, würde ich darauf wetten, dass sie uns sehr dabei helfen werden, den Strand, den gestrandeten Tod und alles andere zu verstehen. An sich eine coole Sache, aber ganz ehrlich, da steht ja so, ja, es ist noch nicht so richtig erforscht, wir wissen nicht, was es ist. Also wenn irgendwas nicht richtig erforscht ist und wir nicht wissen, was es ist, würde ich alles damit machen, es aber nicht essen. Also, ich weiß ja nicht. Ich bin dem sehr skeptisch gegenübergestellt, muss ich zugeben. Sehr skeptisch. Aber wenn es hilft, dabei uns gegen den Zeitregen zu wappnen, ja, warum auch nicht? Die Korallen der Fuge. Das Leben nahm in den Ozeanen seinen Anfang und als es sich weiterentwickelte, ging es an Land. Jedenfalls dachte man, dass bis vor kurzem Meerestiere ist das Land ein rauer und gnadenloser Ort. Was also könnte diese Organismen zu einem so drastischen Wandel bewegt haben? Wir sollten bedenken, dass die Fossilien der ersten Fische sich an das Land anpassten, in Regionen mit ungewöhnlich starken Gezeitenhub gefunden wurden. Entwickeln sich diese Kreaturen vielleicht Beine, um schneller in die Sicherheit des Meeres zurückzukehren zu können, falls sie strandeten? Könnte diese traumatische Erfahrung ihren Evolutionssprung ausgelöst haben? Wenn dem so wäre, könnten dann ähnliche Umstände die Evolution der korallenartigen Organismen gesteuert haben, die in der Fuge leben? Haben diese sie vielleicht eine Fähigkeit entwickeln lassen, die es ihnen ermöglicht, zwischen Leben und Tod, zwischen Zeit und Zeitlosigkeit zu leben? Schließlich sind Korallen älter als alle Lebewesen und wären zäh genug, um das Massenaussterben von 540 Millionen Jahren zu überstehen. Und sie sind eine Lebensform, auf deren Existenz das Überleben vieler anderer Organismen beruht. Unter Berücksichtigung all dessen könnte man argumentieren, dass die Fähigkeit in der Fuge zu überleben auf einem großen Evolutionssprung schließen lässt. Also das mit den Ägypten-Zeugs, das ist jetzt erstmal nicht so interessant. Aber ich würde es trotzdem lesen, vielleicht gibt es uns Antworten. Ägyptische Mumien, Pyramiden und so weiter. Wann hat der Mensch die Bedeutung des Todes wirklich verstanden? Wahrscheinlich als er begann, seine Toten zu bestatten. Dieser Brauch hat seinen Ursprung bei den Neandertalern. Kleiner Funfact dazu.
Nicht alle Menschen bestatten ihre Toten oder vergraben ihre Toten. Es gibt ganz, ganz viele Kulturen, die auch... Ja, also ich habe jetzt von Sachen gehört zum Beispiel, wo bestimmte Kulturen mit ihren Toten Zeit verbringen. Und zwar jetzt wortwörtlich Zeit verbringen. Also die werden schon angezogen und dann macht man Fotos mit ihnen, mit den Toten zusammen und klebt die dann in ein Fotoalbum. Oder es gibt auch noch richtige Zeremonien mit den Toten, die Toten, die noch anwesend sind. Also wir reden jetzt nicht von Beerdigungen. Das ist ja auch eine Art Zeremonie. Aber halt wirklich sowas wie eine Party. Das klingt jetzt vielleicht merkwürdig, aber es gibt es wirklich. Da kann man sich auch gerne mal drüber belesen. Ich denke, das ist jetzt hier nicht so das Thema. Gewissermaßen könnte man sagen, dass unser wachsendes Verständnis des Todes der Motor unserer Entwicklung als Spezies war. Unsere Angst vor ihm, unsere Versuche, ihn zu besiegen. Warum, könnte man fragen, dreht sich unsere gesamte Geschichte um diese Obsessionen? Nimm zum Beispiel die großen Pyramiden Ägyptens oder die Gräber der alten chinesischen Kaiser. Je mächtiger die Person, desto größer und prächtiger ihre letzte Ruhestätte. Oder, um eine radikalere Theorie zu positionieren oder postulieren, konnten die Konzepte von Macht und Gesellschaft nur entstanden sein, um die Errichtung solcher Monumente, solcher Kampfansagen an die Endgültigkeit des Todes zu ermöglichen? So oder so glauben die Erbauer dieser Gebäude vielleicht ebenfalls, ewig weiterzuleben, wenn sie etwas hinterließen, von dem sie sich erhofften, es könnte die Zeiten überdauern. Auch die Mumien der Ägypter sollten dazu dienen, der Endgültigkeit des Todes zu entrinnen. Ja, vielleicht ist es einfach das. Ich habe ja gerade erwähnt, dass man eben die Fotos mit den Toten macht. Vielleicht ist das auch eine Form davon, dem Tod quasi austribbeln zu wollen. In irgendeiner Art und Weise. Dass man etwas macht, was größer ist als der Mensch. Was länger überdauert als ein Menschenleben. Sehr interessant. Sehr interessantes Thema auch. So, wo war ich jetzt im Text? Erbauer, bla bla. Überdauern, da war ich, bei Ägyptern war ich auch. Hier. Sie wurden geschaffen, um den spirituellen Ich, dem K.A., dem K., heißt das so? Sie wurden geschaffen, um dem spirituellen Ich, dem K., ein psychisches Gefäß oder H. zur Verfügung zu stellen, in das es zurückkehren konnte. Die Sokushinbutsu, die mumifizierten buddhistischen Mönche, sind in dieser Hinsicht ähnlich. Allerdings verfolgen diese Mönche das Ziel, vom Leben direkt in die Buddhaschaft überzugehen. Sie wollten den Tod also vollständig umgehen. Doch jetzt, da der Strand uns in direkten Kontakt mit der jenseitigen Welt gebracht hat, muss sich unsere Beziehung zum Tod weiterentwickeln. Unsere nächste Erkenntnisstufe liegt vor uns. Wow! Das ist doch interessanter, als ich dachte. Krass. Mules und das Thronensyndrom. Bridges Hauptziel ist der Wiederaufbau Amerikas. Eine unserer Hauptaufgaben besteht deshalb darin, die Städte und andere Siedlungen durch eine Neuerrichtung eines Liefernetzwerks wieder miteinander zu verbinden. Damals, vor dem gestrandeten Tod, hielten Kommunikations- und Liefernetzwerke die Gesellschaft zusammen. Das gesamte System war automatisiert, KI-gesteuert. Auslieferungen wurden von Drohnen durchgeführt. Man glaubte, es würde das ganze gesamte System revolutionieren, wenn man den Menschen aus der Gleichung entfernte. Doch diese Gleichung ging nicht auf. Stattdessen traten Fälle auf, die später mit dem Begriff Drohnensyndrom umschrieben werden sollten. Für manche war es einfach zu viel, alles den Maschinen und nichts dem Menschen zu überlassen. Und in der Tat
schienen Oxytocinmangel und Hormonstörungen diese Einschätzung zu bestätigen. Die Menschheit musste ein Teil des Prozesses sein. Also wurden Gesetze erlassen und wir kamen wieder ins Spiel. Und was passierte dann? All die von Maschinen aus der Arbeit verdrängten und jetzt wieder benötigten Leute waren jetzt davon überzeugt, dass die Gesellschaft ohne sie nicht überleben könnte. Was eine neue Störung hervorbrachte. Lieferabhängigkeitssyndrom nannte man sie. Als der gestrandete Tod uns auseinanderriss, verschlimmerte sich das Lieferproblem noch mehr. Dass chirale Wolken, Flugzeuge und Drohnen am Fliegen hinderten, machten die Sache nicht gerade besser. Wir mussten uns also wieder vollständig auf menschliche Kuriere verlassen, ob es uns gefiel oder nicht. Schließlich wurde das Ausliefern von Waren für manche zum einzigen Lebensinhalt. Sie waren besessen, abhängig. Das Verlangen, Dinge zu liefern, fraß sie auf. Im Laufe der Zeit wurden sie zu den Mules. Die Leute, die wir kennen und lieben. Okay, aber die Mules scheinen irgendwie böse gewesen zu sein. Also, Mules sind quasi ja, menschliche Transporteure, die eben Frachten geliefert haben, aber irgendwie süchtig danach wurden. Und die wir heute kennen und lieben. Das verstehe ich irgendwie nicht. Das klingt so positiv. Das klingt aber auch ein bisschen so, als würde man die Mules ausnutzen. Aber was ich jetzt halt nicht verstehe, ist, dass diese Mules mir gegenüber, obwohl, vielleicht weil wir sie ausgeschlossen haben, weil Bridges die Mules ausgeschlossen hat und sie eben nicht mehr liefern konnten. Also, wie gesagt, wir brauchen noch mehr Antworten. Oder, falls ich irgendwas falsch verstehe, das war ja auch beim Zeitregen so, schreibt es gerne in die Kommentare. Es ist sehr viel Input gerade gewesen, also, kann es sein, dass man da ab und zu mal was verpeilt. Also bitte schreibt es in die Kommentare, falls irgendwas unklar ist. So, wir haben noch einen Musikplayer, da kann man Musik abspielen, die ich natürlich jetzt hier nicht so abspielen lassen würde, eben wegen gewissen Musikrechten. So, System. Ach, hier kann ich speichern. Ja, schön. Das hätte ich mir vielleicht merken sollen. Toll. Ganz toll. Und das zum Thema, ja, man kann hier in diesem Raum nicht speichern. Ja, ganz sicher. Toll. Na super. Dann würde ich sagen, war das erstmal für heute eine kleine Lesefolge. Geht's jetzt noch weiter? Sam, das Verteilerzentrum hat einen Notruf abgesetzt. Sieh dir am Terminal den Auftrag an, sobald du bereit bist. Genau, und nach dieser kleinen Lesefolge würde ich sagen, beende ich auch die Aufnahme jetzt, weil ich wollte eigentlich schon letzte Aufnahme das Ganze beenden, nur habe ich halt keine Möglichkeit gefunden zu speichern, weswegen ich jetzt noch eine halbe Stunde aufgenommen habe. Von daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge gehen wir dem Notruf nach. Von daher, Tschüssikowski, tschüss!